Meine Lieben, heute wollte ich euch gerne in einem kleinen Haul die Produkte zeigen, die ich mir noch geholt habe aus der Catrice-Sortimentsumstellung, also quasi die Artikel, die rausgehen. Da habe ich mir ein paar geholt und die wollte ich euch schnell noch zeigen. Und ich habe noch einen Teil, das zeige ich euch auch noch mit. Und zwar damit fange ich auch gleich an. Und sicher werden die meisten von euch die LE kennen. Das ist die Ice Ice Baby LE aus der Essence Limited Edition. Ja, genau. Und zwar wollte ich euch das Schimmerpuder nochmal zeigen. Das ist die 01 Ice Sparking at Rockefellers. Und das haben bestimmt schon einige von euch gesehen, aber ich habe es jetzt auch endlich und ich bin super happy. Den meisten DMs bei uns war es ja ausverkauft und dann hatte ich noch eins gefunden, da war aber schon die Schneeflocke so ruiniert und deswegen war ich dann sehr traurig. Aber jetzt gab es es bei uns noch. Und da habe ich natürlich gleich noch eins mitgenommen, also weil das ist so wunderschön, das ist so ein wunderschöner Highlighter. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ob ich den tatsächlich benutzen werde oder einfach nur so mit zu meiner Sammlung hinzufüge. Gekostet hat er was an die 3, 4 Euro so. Bin mir nicht ganz sicher. Er war nicht ganz günstig, aber er ist auch wirklich wunderschön. Und ich finde auch den Namen der LE sehr schön, muss ich sagen. Und wenn ihr den noch irgendwo entdeckt, dann zögert nicht, den mitzunehmen, weil es ist wirklich ein super toller Highlighter. Auch dieses Lila hier in dem Schimmer, das ist so schön glitzerig und also wirklich ein toller Highlighter und kann ich nur empfehlen. So, jetzt zu den Produkten. Und zwar, so viele Produkte waren jetzt nicht dabei, die mir absolut gefallen haben, die ich total haben wollte. Lippenstifte und Lipglosse habe ich jetzt sowieso ein bisschen die Handbremse angezogen, würde ich sagen. Lipglosse, wisst ihr ja, bin ich nicht so ein Riesenfan. Und Lippenstifte habe ich so viele. Ich habe erst vor ein paar Wochen ganz viele Catrice-Lippenstifte, über 20 Stück aussortiert und ich habe noch so viele Lippenstifte, locker an die 50 oder noch mehr und ich will jetzt einfach erstmal aufbrauchen und deswegen habe ich keine Lippenstifte gekauft und Nagellacke ist eigentlich bei mir im Grunde das gleiche, wenn man es so sieht. Ja, ich habe so viele Nagellacke, ich weiß gar nicht, welche Farbe ich zuerst tragen soll und deswegen habe ich bloß ein paar Produkte, die ich absolut liebe und zwar einmal habe ich mir bei Rossmann mitgenommen, das Prime in Fine. Mir ist auch aufgefallen, dass diesmal die Preise unterschiedlich waren. Also sonst ist es ja immer so, dass überall die Preise 1,75 kosten, also alles egal was. Und jetzt war es aber so, dass beim Rossmann war das auch so, also alles für 1,75, egal was. Und beim DM war das so, dass manche Produkte bloß noch 95 Cent gekostet haben und manche halt noch mindestens so 2,50 € oder so. Wie zum Beispiel auch das. Und deswegen hatte ich das bei DM nicht mitgenommen, habe mir das dann bei Rossmann geholt für 1,75. Und das ist die 010 Fairy Dust. Also das ist eigentlich mein Lieblingshighlighter aus der Drogerie gewesen. Kann ich jetzt auch nicht verstehen, wieso der schon wieder rausgeht. Da ist ja gerade mal ein Jahr erst im Sortiment. Und der ist so wunderschön. Also das ist so ein toller Highlighter. Wenn ihr den noch bekommt, dann zögert nicht. Nehmt euch den mit, wenn ihr wirklich ein gutes Produkt aus der Drogerie sucht. Aber wirklich schade, dass er rausgeht. Und dann habe ich noch die 6 Lidschatten mitgenommen, die aus dem Sortiment gehen. Und zwar, das liegt halt daran, dass ich die Catrice Lidschatten von der Qualität absolut toll finde und die auch für den täglichen Gebrauch fast, ja, fast täglich benutze. Dann habe ich zwei Farben, die habe ich dann beim DM nicht mehr bekommen. Die habe ich im Rossmann mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt zuerst. Das war einmal die. Die gab es für 1,75 €. Das habe ich jetzt schon abgepopelt. Das ist die 010 Common Chameleon. Die war bei unserem DM schon weg und das ist so ein schöner Grünton. Ja, naja, so grün-braun eigentlich. Eher so, naja, In der Verpackung sieht das eher grünlich aus. Aber wenn ich das jetzt so geswatcht sehe, ist das so ein. Der jongiert so schön. Auf den Fingern zumindest. Dann habe ich dann noch mitgenommen die Farbe 450 Also Toffee Full. Und hier sieht man es den Preis noch. Und beim DM waren die ja ein bisschen günstiger, da kamen die Lidschatten nur 1,35 €. Aber da ich die beiden noch so gerne haben wollte, das waren ja sozusagen die Herzstücke, die rausgegangen sind, habe ich dann auch 1,75 € bezahlt. Und das ist so ein sehr wunderschöner, schimmriger, heller Taubton. Absolut toll für den Tag. Und diese beiden finde ich auch passend super zusammen. Also die kann man echt gut zusammentragen. Und da war ich noch froh. Also bei unserem Rossmann war die je noch einmal da und da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Und die anderen vier Farben, die jetzt kommen, habe ich alle im DM geholt, also für je 1,35 €. Und ja, genau. Da habe ich einmal die 580 Carrots of the Caribbean. Ein sehr, sehr schöner Orangeton. Schaut so aus.
Kommt jetzt sehr, sehr dunkel in der Kamera rüber, aber bei mir ist es auch echt gerade mit dem Licht wieder mal ein bisschen blöd. Dann die Farbe 700 Jeans Dean. Ein toller Blauton. Vor allen Dingen sind die alle so schön schimmrig auch. So matte bin ich ja nicht ganz so der Fan, aber die von Catrice, die sind alle sehr schön schimmrig und die sind auch sehr schön von der Farbabgabe. Also das ist hier so ein sehr schönes Blau. Das werde ich vielleicht auch für den Sommer aufheben. Das ist wirklich so ein, ja, Blau und leichter Grauschleier auch mit drin. Dann habe ich eine Farbe, die hatte ich schon mal. Und zwar ist das die 370 Don't Lilac. Ich nehme jetzt mal den hier nochmal. Die schaut so aus. Also auch sehr dunkel, aber ein sehr schönes Lila. Bisschen krümelig, muss ich sagen. Und die letzte Farbe, die ich mir mitgenommen habe, ist die 620 Inglourious Mustard. Und jetzt warte ich hier. Das ist halt so ein schöner Gelb-Goldton. Der schaut so aus. Ja, also ich denke, das sind eigentlich ganz schöne Farben dabei. Manche sind eigentlich auch noch für diesen Frühling-Sommer gut geeignet. Da verstehe ich nicht, wieso Catrice die aus dem Sortiment genommen hat. Also ich weiß zum Beispiel, Gelb wird Trendfarbe im Sommer sein. Da verstehe ich jetzt nicht, wieso die rausgeflogen ist. Aber ich glaube, das, was jetzt so ins Sortiment reinkommt, war eher wieder so ein bisschen pastelliger. Und deswegen sind die da jetzt wieder so ein bisschen von diesen Farben abgekommen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich. Ich habe jetzt nochmal 6 super schöne Lidschatten und nochmal mein Highlighter-Puder, was ich absolut toll finde. Und ja, wenn vielleicht noch das ein oder andere Produkt rausgeht, das euch gefällt, dann würde ich sagen, zögert nicht und flitzt los in euren DM oder Rossmann, wo auch immer ihr Catrice bekommt und deckt euch nochmal ein. Und das soll es dann auch schon wieder für dieses Video gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!